Baumdiagramm. Es werden nacheinander aus einer Urne drei Kugeln ohne Zurücklegen gezogen. Wir wollen ein Baumdiagramm zeichnen, um dann eventuell auch die Wahrscheinlichkeiten bestimmter Ereignisse ausrechnen zu können. Und hier steht ohne Zurücklegen, wir greifen in die Urne rein, nehmen eine Kugel raus und legen die zum Beispiel auf den Tisch und gucken uns die Kugel an, ob sie schwarz oder rot ist. Ne? Weil wir haben drei rote und zwei schwarze Kugeln. Also insgesamt fünf Kugeln sind in der Urne drin. Ne? Dazu wollen wir das Baumdiagramm zeichnen. Wir fangen immer an, wenn wir ein Baumdiagramm zeichnen wollen, fangen wir an mit Start. Wir fangen hier an. Ne? Macht man hier so eine Art Sprechblase drum, ne? Start. Jetzt geht's los. Wir ziehen dreimal hintereinander ohne zurücklegen. Wenn wir einmal ziehen, also eine Kugel rausnehmen, welche Möglichkeit haben wir denn? Wir haben die Möglichkeit, entweder ist die Kugel rot oder die Kugel ist schwarz. Ne? Mache ich hier einen Strang dran und schreibe hierhin rot. Ne? Wie ihr das Baumdiagramm zeichnet, von links nach rechts, wie ich das jetzt hier mache, oder von oben nach unten oder von rechts nach links, vollkommen egal. Ne? Also beim ersten Ziehen einer Kugel haben wir die Möglichkeit, eine rote zu ziehen oder eine schwarze zu ziehen. Ne? Jetzt schreiben wir hier dran, an diesen Pfad, die Wahrscheinlichkeit, eine rote Kugel zu ziehen. Und das stellen wir immer als Bruch dar. Rote Kugeln haben wir drei drin, von insgesamt fünf Kugeln, die in der Urne drin liegen. Das heißt, hier steht dann 3/5. Ne? Fünf Kugeln haben wir, davon sind drei rot. 3/5 wäre jetzt die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Mal eine rote Kugel zu ziehen. Bei Schwarz wären es 2/5. Wir haben ja zwei schwarze Kugeln drin, also 2/5. Ne? Und jetzt kommt eine Regel, die ihr euch merken könnt. Wenn ihr diese beiden zusammen addiert, hat man 5/5, das ist immer ein Ganzes. Das heißt, immer dann, wenn es zwei Abzweigungen oder meinetwegen auch drei Abzweigungen gibt, wenn man die einzelnen Wahrscheinlichkeiten zusammen hier addiert bei der Abzweigung, muss immer ein Ganzes rauskommen. Das kommt hier auch raus. Genau, jetzt geht's weiter. Einmal haben wir jetzt gezogen. Jetzt ziehen wir das zweite Mal. Da haben wir ja wieder die Möglichkeit, rot zu ziehen, ne? Oder schwarz. Das zweite Mal rot zu ziehen, da haben wir ja nur noch zwei Kugeln drin. Eine Kugel haben wir ja hier schon verbraucht beim ersten Mal rot ziehen. Also stehen hier zwei rote Kugeln sind nur noch drin. Zwei rote Kugeln sind nur noch drin. Und wir haben nicht mal fünf Kugeln, sondern nur noch vier. Die erste ist hier schon verbraucht. Also 2/4. Und schwarz haben wir immer noch. Bisher haben wir noch keine schwarze gezogen, nur eine rote. Schwarze haben wir zwei. Zwei schwarze sind da drin, ne? Also zwei schwarze. Von insgesamt 4 Kugeln. Und jetzt hier wieder die Regel, 2/4 + 2/4 sind 4/4, ist wieder ein Ganzes. Das muss immer stimmen. Wenn das nicht stimmt, wenn hier nur 1/4 stehen würde, dann würde ja 3/4 rauskommen, dann wäre das falsch. Dann hätte man falsch das Baumdiagramm aufgezeichnet. Genau, zweite Mal ziehen haben wir hier oben gemacht. Jetzt müssen wir hier unten auch nochmal ziehen, weil wenn schwarz drankommt, würde danach wieder rot oder auch wieder schwarz drankommen, ne? Diesen Pfad haben wir noch nicht aufgezeichnet. Zeichne ich mal hier hin. Rot. Genau, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Mal rot zu ziehen, wenn beim ersten Mal schwarz gefallen ist? Rot haben wir immer noch drei Kugeln drin, ne? Also 3/4 Kugeln. Eine Kugel haben wir ja schon gezogen, das war die schwarze, ne? Wir können rot ziehen oder wir können schwarz ziehen. Ne?
Eine schwarze haben wir hier schon gezogen. Da waren vorhin zwei schwarze drin. Jetzt ist eine weg, also bleibt eine schwarze übrig, ne? Also eine schwarze von vier Kugeln. Ein Viertel. Drei Viertel plus ein Viertel sind vier Viertel. Passt wieder. Vier Viertel ist ein Ganzes. Also stimmt das auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier eins zweimal gezogen. Eins zweimal, eins zweimal, eins zweimal. Immer zweimal haben wir gezogen. Jetzt müssen wir ein drittes Mal ziehen. Ne? Drei rote Kugeln hatten wir am Anfang. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, wieder rot zu ziehen. Ne? Oder schwarz zu ziehen. Ne? Rot zu ziehen. Jetzt haben wir eins, zwei rote verbraucht. Also ist eine rote ja drin noch. Wir hatten ja drei rote in der Urne. Also bleibt eine übrig. Also eine rote ist auf jeden Fall noch drin. Hier waren es drei rote, dann zwei rote. Und jetzt nur noch eine rote. Und Kugeln haben wir nicht mehr vier, sondern drei. Ne? Also ein Drittel. Ja, ein Drittel bis hier das dritte Mal schwarz ziehen. Wenn das ein Drittel ist, muss schwarz zwei Drittel sein. Ne? Das stimmt auch. Wir haben noch nie schwarz gezogen. Hier rot und zwei schwarze Kugeln sind in der Urne drin. Also ist das zwei Drittel. Ne? Jetzt kommt das nächste hier. Rot, schwarz, rot oder können wir das zweite Mal schwarz ziehen? Ja, genau, das geht. Oder schwarz, ne? So. Rot ist, wir haben drei rote Kugeln am Anfang drin, eine ist weg. Also haben wir nur noch zwei rote. Also ist hier zwei Drittel, ne? Ein bisschen, das quetscht sich ein bisschen, weil Tafel ist hier gleich zu Ende. Zwei Drittel. Das zweite Mal schwarz zu ziehen ist dann ein Drittel. Ne? Eine schwarze haben wir schon rausgezogen, ist ein Drittel. Genau, und das oben haben wir jetzt dreimal ziehen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Egal wie man macht, dreimal ziehen. Das haben wir hier schon oben, den Baumdiagramm fertig. Jetzt müssen wir das unten noch ein letztes Mal machen. Rot. Ne? Oder schwarz. Das mache ich hier gleich mal dahin, sonst passt das alles nicht mehr hin. Das wird sonst so unübersichtlich, ne? Das soll schwarz hier sein. Genau. Jetzt haben wir eine rote schon gezogen. Drei rote waren ja immer drin. Also bleiben nur noch zwei rote übrig. Steht also hier zwei rote, ne? Und zwei Kugeln haben wir schon gezogen. Also bleiben nur noch drei Kugeln übrig, zwei Drittel, ne? Ist jetzt schwarz, rot, rot. Das letzte Rot ist zwei Drittel. Dann muss das letzte Schwarz hier unten ein Drittel sein. Ne? Stimmt ja auch. Eine schwarze haben wir schon gezogen, zwei schwarze waren drin, bleibt eine übrig, also ein Drittel. Genau, jetzt müssen wir nur noch das machen. Ich mache das jetzt mal hier so rüber, sonst geht das leider nicht. Genau, rot haben wir die Möglichkeit. Machen wir erstmal das. Erstmal die Rot. Schwarz, schwarz, rot. Zuerst ziehen wir schwarz, dann wieder schwarz und dann rot. Also, einmal schwarz gezogen, ist eine Kugel weg. Nochmal eine schwarze gezogen, ist wieder eine schwarze weg. Also haben wir gar keine schwarze mehr. Hier haben wir drei rote. Ne? Das hier sind drei rote. Insgesamt sind nur noch drei Kugeln drin. Jetzt steht hier drei Drittel, ne? Weil schwarze haben wir schon aufgebraucht. Zwei schwarze haben wir in der Urne. Zwei sind weg. Also das, was drin ist, wenn man zwei schwarze Kugeln aus der Urne nimmt, sind ja nur noch drei rote drin. Also drei Drittel. Dafür kann man auch hinschreiben eins, ne? Wenn ihr jetzt die Wahrscheinlichkeit ausrechnen wollt, jetzt das Baumdiagramm fertig, ne? Wenn ihr jetzt die Wahrscheinlichkeit ausrechnen wollt, zum Beispiel, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, am Anfang, also die ersten zwei Kugeln schwarz zu ziehen und die dritte rot. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Dann müsste man rechnen, 2 Fünftel mal 1 Viertel
mal drei Drittel oder mal eins. Ne? Man geht diesen Strang dann entlang. Wenn man sich fragen würde, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, genau drei rote Kugeln zu ziehen, müsste man diesen Strang entlang gehen. Rot, rot, rot. Ne? Also drei Fünftel mal zwei Viertel mal ein Drittel. Ne? Und hier würde dann das Ergebnis stehen. Ne? Und das Ganze ist ein Baumdiagramm. Und die Aufgabe war selber ein Uhrenmodell ohne zurücklegen. Ne? Wenn wir es wieder zurücklegen würden, die Kugel, dann sind die Wahrscheinlichkeiten immer neu und immer gleich groß. Ne? Das war jetzt ohne zurücklegen. Genau, das war schon zum Thema Baumdiagramm.